damit liegt sie vor der Rumänin Silivas um 50.000 Punkte. Die Entscheidung fällt sicherlich bei den nächsten beiden Turnerinnen, nämlich bei Maxi Gnauk und bei Jelena Zhuzhova, die unmittelbar hintereinander turnen wird. Zuerst Maxi Gnauk, sie, die Weltmeisterin an diesem Gerät. Weltbeste Turnnote bringt sie mit in diesen Wettkampf. Und da ist nach dieser Übung sicher noch alles drin, denn der Unterschied zu Zhuzhova beträgt lediglich 25.000. Sie hat nicht so viele Schwierigkeiten in ihrer Übung, aber an Akkuratesse ist sie wohl nicht zu überbieten. Hier zum Beispiel mit dieser sogenannten Voronin-Bücke und dem gleich anschließenden Weiterturnen am unteren Holm. In Olmütz in der Tschechoslowakei gab es ja kurz nach den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr Wettkämpfe der Freundschaft, also internationale Turnwettkämpfe. Und da hat Maxi Gnauk auch das Barrenturnen gewonnen. Und nun darf sie sich freuen über 9,975 Punkte und eine Gesamtpunktzahl von 19,9.